Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Mod-Vorstellungsvideo. Und wir schauen uns heute ein Dinosaurier-Paket von einem Modder an, nämlich heißt das Ganze Pick and Mix Assortment Pack. Also einfach ein zusammengewürfeltes Paket von 4 neuen Spezies in Jurassic World Evolution 2. Leider sind das alles noch Replacement-Mods, das heißt, keine dieser Spezies wird neu zum Spiel hinzugefügt, sondern überschreibt eine bereits vorhandene Spezies. Das wird sich dann hoffentlich noch im Laufe der Tage ändern. Also ich hoffe da wirklich sehr auf ein Update. Aber es sind insgesamt 4 coole Spezies. Ein Wassersaurier, ein Flugsaurier und 2 Landsaurier. Wir fangen jetzt mit dem Wassersaurier an. Der kommt für den Plesio ins Spiel. Übrigens wild durcheinander gewürfelt, also die haben kein Thema oder so. Die Dinosaurier und anderen Urzeitlebewesen. Wie heißt der jetzt nochmal? Moment, ich muss nochmal nachgucken. Pistosaurus heißt der. Hat einen sehr auffälligen Kopf. Ansonsten vom Körper sehr ähnlich wie der Plesio. Aber nicht schlecht. Auch der Skin gefällt mir sehr gut. Eine echt coole Befleckung. Geht ihr mal so ein bisschen durch, dann seht ihr die verschiedenen Farben. Ja, sehen doch alle ziemlich cool aus. Also das Farbmuster ist definitiv komplett anders als beim Plesio. Ich weiß nicht, woran mich dieses Gesicht erinnert. Oder der Kopf. Aber irgendwie sieht er voll freundlich aus. Und an irgendwas erinnert mich das auch. Ich weiß aber nicht was. Oh, was macht er jetzt? Ah, jetzt jagt er. Da hat er sich einen Fisch gesnackt. Also die Animationen scheinen auch alle sehr, sehr gut zu funktionieren. Aber der ist halt auch von der Körpergröße her und Körperform sehr identisch mit dem Plesio. Deswegen sollte es da eigentlich keine Probleme geben. Das hier ist der nächste. Das ist der Hylaeosaurus. Kommt, glaube ich, für den Sauropelter ins Spiel. Bin mir gerade nicht zu 100% sicher. Sieht aber auch echt cool aus. Der ist mega breit. Und auch hier, diese Stacheln an der Seite sind sehr auffällig. Der sieht irgendwie voll alt und weise im Gesicht aus. Ich glaube, die machen da gerade eine Animation, oder? Nee, schade. Aber hier gibt es auch ein paar Farbvarianten. Bisschen grünlicher, bisschen bräunlicher und auch bisschen heller. Was sieht jetzt so auf den ersten Blick auch ziemlich gut aus von den Bewegungen. Auch wenn der wesentlich breiter ist als das Europelter. Aber das ist schon ganz schön krass, wie der von oben aussieht. Ein richtig fetter Panzer. Und die Sounds sind auch echt cool. Aber es sind halt die Standard-Sounds. Ja, die Animation hat auch ganz gut funktioniert, würde ich mal meinen. Wie das aussieht, wenn er rennt.
Er sieht voll glücklich im Gesicht so aus. Juhu, Futter. So sah das gerade aus. Ich spule mal ein bisschen vor. Ja, der knabbert hier die trockenen Gräser. Ja, der ist doch auch cool. Der Hylaeosaurus ist das. Und als nächsten haben wir einen Flugsaurier mit einer super auffälligen Farbe. Ich mach mal kurz Pause. Das Auge ist mir gerade mega aufgefallen. Ich zoome da mal ran. Ach, das Auge ist gar nicht so groß. Der hat nur so einen blauen Bereich ums Auge rum. Das Auge sah so riesig aus, aber das ist halt gar kein Auge eigentlich. Das Auge ist nur das Kleine in der Mitte. Aber die Farben sind ja mal mega. Richtig cool. Wie anmutig der aussieht mit diesem riesigen Segel auf dem Kopf. Cooles Model und sehr, sehr cooler Skin hier auch. Geht dem anderen Skins mal ein bisschen durch. Ja, die sehen auch richtig cool aus. Voll die coolen Farben. Der kommt übrigens für den Tapijara ins Spiel. Sieht aber komplett anders aus. So hier vom Kopf und der ganzen Gesichtspartie. Und auch die Flügel sehen anders aus. Ich glaube, die sehen auch viel dicker und länger aus. Wenn mich nicht alles täuscht. Die Skins sind aber auch richtig cool. Da futtert der gerade. Komm, gib mir den Tapijara. Wie, schon vorbei? War aber sehr kurz. Oha. Oh, die kämpfen. Das wollen wir ja nicht verpassen hier. Wir gehen gleich nochmal zurück zu dem Supandactylus, heißt der. Ich wusste gar nicht, dass die so unsozial sind. Aber scheinen irgendwie unzufrieden zu sein. Wir schauen uns aber jetzt natürlich nochmal den Flugsaurier hier an. Das ist der Tupandactylus. Das ist, glaube ich, bis jetzt mein Favorit. Weil ich da einfach die Farben echt richtig cool finde. Und auch dieses anmutige Segel. Gerade bei dem Skin hier. Sieht echt krass aus. Und das sind ja noch nicht mal alle Skins, die es gibt. Also es gibt da noch mehr Farbvariationen. Ich finde das cool, dass der Modder sich die Mühe gemacht hat, wirklich so viele verschiedene Farbkombos einzufügen. Und das hier ist der letzte Dinosaurier aus dem Paket. Ein Hadrosaurier, nämlich der Amurosaurus. Habe ich so auch noch nie gesehen. Der kommt, glaube ich, für den Centauro ins Spiel. Sieht aber echt interessant aus. Gerade der Kopf, hier vorne die Schnute sieht. Super interessant aus. Könnte auch für den Corito ins Spiel kommen. Beides sein. Ich könnte jetzt nachgucken, aber das ist ja an sich nicht so wichtig. Ich hoffe halt, wie gesagt, darauf, dass da bald ein Update kommt, dass jetzt neue Spezies reinkommen. Aber ich muss sagen, die vier aus dem Paket hier gefallen mir echt gut. Die machen einen super guten Eindruck. Gerade die Skins finde ich echt cool. Sieht hier auch echt nice aus.
Der Übergang ist richtig cool hier. Von dem Grün zu dem Braunen. Es wäre auch noch cool, wenn dann Custom-Made Sounds eingefügt werden würden. Dass sie ein bisschen anders klingen. Oh, wo rennt der denn hin? Ich glaube, der geht gerade fressen. Die anderen sozialisieren sich dann noch. Ja, da gönnt sich auch diese ganz trockenen Gräser. Scheinen die voll drauf abzufahren. Statt hier die schönen grünen, saftigen Sachen zu essen. Lieber das trockene Gras. Oh, die essen sogar im gleichen Busch. Wie schön. Gibt es eigentlich auch so eine gemeinsame Fressenanimation? Bei Fleischfressern gibt es das ja teilweise. Ich glaube, das war wirklich eine. Die sah nur ein bisschen komisch aus. Weil die Schnauzen ein bisschen verlängert wurden bei der Mod. Ja, Leute, das war dieses Dinosaurier-Paket von dem Modder Sweetener. Meiner Meinung nach sehr gelungen. Wäre halt noch cool, wenn du das updaten würdest und dass es dann neue Spezies sind. Weil ich die alle vier echt cool finde. Also die will ich auf jeden Fall zu meinem Spiel hinzufügen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das Dinosaurier-Paket findet. Und wenn ihr es selber ausprobieren wollt, schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei. Falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich auch über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.